Samstagnachmittag. Ich begrüße euch. Ich bin jetzt schon bei Kilometer 17, 7,2 km/h im Schnitt. Ja, ich laufe jetzt hier parallel der Militärringstraße. Bin von zu Hause aus losgelaufen. Bis hierher nichts Spektakuläres. Ja, also läuft es sehr gut. Wetter ist auch top. Ein bisschen bewölkt. Am Zug kommt die Sonne raus. Die ist dann schon ziemlich heiß. Aber es geht auch ein angenehm, relativ kühler Wind. Also passt alles. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Weiter geht's. Leute, Kilometer 24, herzlich willkommen am Karlscheurer Weiher. Hier gibt es die erste kleine Pause. Müsli-Riegel, bisschen Studentenfutter, etwas zu trinken. Dann geht es auch gleich schon zügig weiter. Kilometer 34, 7,1 km/h im Schnitt. Herzlich willkommen schon seit längerem in Brühl. Gerade ein paar tolle Aufnahmen vom Schloss Augustusburg gesehen. Ja, da bisher auf dieser Strecke nichts Berauschendes gab. Jetzt hier wirklich die ersten tollen Aufnahmen hier auf der Schlosspark. Ne, echt klasse. Ja, so finde ich mich hier auf dem Weg zum zweiten Schloss hier in Brühl, nämlich dem Schloss Falkenlust. Das ist ja nicht weit entfernt vom Schloss Augustusburg. Ich habe gerade so ein Schild eingeblendet, so 2,5 Kilometer ungefähr. Ja, ist eine wunderbare Allee, wo ich jetzt hier gerade laufe. Ja, weiterhin alles top. Jetzt ein bisschen oder komplett bewölkt, aber macht nichts. Schön angenehm zu laufen. Also würde ich sagen, weiter geht's.
und bis später mal. Kilometer 37, die Schlösser Augustusburg und Falkenlust liegen jetzt hinter mir. Ich verlasse auch wieder Brühl jetzt, laufe auf Wesseling zu. Ja, ich laufe jetzt hier an so einem Kieswerk, Kiesgrube vorbei. Ja, wieder eher unspektakulär. Weiter geht's. So Leute, 42 Kilometer, 7 km/h im Schnitt, 6 Stunden reine Laufzeit. Hier am Bahnhof Köln-Godorf möchte diesen Marsch jetzt beenden. Es hat wieder viel Spaß gemacht, war wieder ein gutes Training. Auch die beiden Schlösser in Brühl, so als kleine Highlights. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.